Nun gibt es sowas wie lokale und globale Variablen. Und was das ist, schauen wir uns einfach mal an. Eine Variable kennen wir, zum Beispiel a ist gleich 5 oder 4. Führe ich das aus und lass mir a ausgeben, dann kommt hier eine 4 raus. Soweit so einfach. Jetzt könnte man zum Beispiel eine Vorschleife machen. Machen wir mal das. Vor und dann nehme ich mal eine Variable test in und dann eine einfache Liste 1, 2, 3, 4, Doppelpunkt. Und dann soll ausgegeben werden test, also jede einzelne Variable wird jetzt hier durchgegangen, test plus 3. Dann führe ich das aus und dann kommt die 4, 5, 6, 7 raus. Ja? Test also, dass die Variable die einzelnen Elemente der Liste repräsentiert, also 1 plus 3, 2 plus 3, 3 plus 3 und so weiter. Und dann kommt das raus. Jetzt könnte ich mir mal diese Variable test danach anschauen. Test, was da drin steht, da steht 4 drin. Das ist also offensichtlich, was hier passiert ist, dass test gleich 1 gesetzt wird, test gleich 2, test gleich 3, test gleich 4. Also das Letzte, was der Variable 4, Test zugeordnet wird, ist die 4 und deshalb steht in der Variable Test jetzt die 4 drin. Und wenn ich davor Test definiere, also zum Beispiel 14 und führe das aus, dann ist nachher die Variable immer noch 4. Also es ist nicht so, dass beziehungsweise diese Variable Test wird hier in diese Vorschleife überschrieben. Am Anfang ist sie 14, zum Schluss ist sie 4. Und das ist es, was man globale Variable nennt. Global Variable. Die sind immer und überall gültig. Ich kann es auch da drüber machen. Die sind immer und überall gültig in einer anderen Zelle, innerhalb von dem Code. Und auch, wie gesagt, selbst wenn ich das hier habe, in der Vorschleife wird es überschrieben. Jetzt gilt es aber nicht immer so, sondern es gibt jetzt auch lokale Variablen. So nach unten. Es gibt auch lokale Variablen. Also Local Variable. Und das sieht dann wie folgt aus. Das gibt es zum Beispiel wenn ich einen Befehl definiere. Ich mache jetzt wieder so einen Add-One-Befehl. Und da gebe ich irgendeine Zahl rein und dann wird zu dieser Zahl n, die hier übergeben wird, 1 dazu addiert und return soll dann ein Result sein und das Ganze hier ist das Result. Das heißt, wenn ich das jetzt hier ausführe und diesen Befehl definiert habe und jetzt mache ich add one 4, führe ich aus, kommt hier 5 raus, ne? Weil das macht der Befehl, der zu dieser Zahl, die hier eingegeben wird, n, wird 1 dazu addiert. Jetzt steht hier ja dieses Rest drin. Was passiert, wenn ich jetzt in einer weiteren Zeile vielleicht res mir ausgeben will? Dann kriege ich einen Fehler. Da steht da, name res is not defined. Das heißt, das ist überhaupt nicht definiert. Und das kommt daher, dass res hier drin eine lokale Variable ist. Die ist nur innerhalb dieses Befehls gültig, sonst nicht. Ja, wenn ich halt jetzt hier hingehe und ich mache hier res ist gleich 4 und führe das Ganze aus und mache das hier wieder, dann kommt der 5 raus. Und jetzt führe ich res aus, dann steht hier 4. Das ist, weil es hier oben zugeordnet wurde. Und dass hier drin nochmal Rest steht, spielt überhaupt keine Rolle, denn das hier ist eine globale Variable, aber das hier ist eine lokale Variable. Also Rest is a local variable within def, for example. Ich könnte aber theoretisch auch hingehen und könnte hier reinschreiben, dass Rest global sein soll, wobei das ist schon ein bisschen speziell. Nur mal als Beispiel, also ich kann auch das global machen, führe das Ganze dann aus, führe das hier aus und jetzt steht für Rest auch 5 da. Allerdings erst, wenn ich das hier ausführe. Ja, ich hier oben hinschreibe 6, ich führe jetzt das hier aus, aber den Befehl nicht und dann das hier, dann steht hier 6. Erst, wenn ich das hier ausführe und dann auch definiert habe, dass Global Rest ist, also das hier, dann kommt hier diese 5 raus. Also das sind globale und lokale Variablen. Das muss man nur wissen, dass es die gibt.
dass das hier zum Beispiel lokale Variablen sind, hier aber immer noch globale Variablen. Also das einfach ein bisschen im Kopf behalten.